Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind jetzt hier auf Vault. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Haben den Quest angefangen, den Begleitquest für die Cora, dass wir eben nach der Quelle des Signals der Peripona, der Arche der Asari, suchen und hatten hier irgendwie ein Signal, was nicht so ganz stimmte. Was uns aber dazu weitergeführt hat, zumindest Sam konnte es weiter entschlüsseln, dass wir hier weitere vier Punkte haben, wo wir wo wir Transponder-Codes finden können, beziehungsweise die Transponder-Codes nutzen, um möglicherweise die Arche wieder aufzuspüren. Bevor ich habe gesehen, ich laufe nicht unbedingt mit dem ganz tollen Zeug, Ausrüstungszeugs rum. Eigentlich schon, aber es ist alles Stufe 1 und ich werde mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen was höherwertiges anfertigen kann. Aber bevor ich das mache und bevor ich das werde ich dann offscreen machen, denke ich, werden wir hier ein bisschen den Quest schon nachverfolgen. So lange muss das alles noch halten. So, dann gehen wir mal eben machen wir mal eben kurz die Schnellreise da unten hin. Na? Also irgendwie hier mit dem Auswahl stelle ich mich wahnsinnig dumm vor. Schnellreise, wieso kann ich jetzt keine Schnellreise machen? Sind während des Kampfes deaktiviert. Haben wir hier einen Kampf? Nö. Na, dann fahren wir direkt wieder runter. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Ja, von hier sind wir gekommen. Wir müssen hier über die Brücke rüber. Ach, die Ressourcen haben wir letztes Mal schon nicht gefunden. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbau Mineralien extrahieren. Ja, und Platin brauchen wir. Sehr gut. Wow. Gott. Fahrkünste mal wieder ganz toll. So. Ui. So. Wieder sichere Bedingungen. Jetzt mal ganz kurz schauen. Hier ist auch wieder ein Quest verschwunden. Die vermissten Eltern finden. Und das werde ich aber später erst tun. Ich werde jetzt mich hier nicht wieder ablenken lassen. Das wird wieder nur zu Hölzkes auf Schöckskes. Hier ist ein interessanter Ort. Das heißt, so ein bisschen rechts halten. Okay. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Aha. So, mal gucken. Ja, waren wir auch schon mal mit Cat beschäftigt. Da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Ja. Überall hier. Die Crew fühlt sich mittlerweile fast an wie eine Familie. Ja, wir haben viel gemeinsam durchgemacht. Haben einander schätzen gelernt, sind uns näher gekommen. Einige näher als andere, aber ja, stimmt. Ich mag sie, Cora. Oh. Wie meine Schwester. Was? Sie gehören zur Familie. Da fällt Cora nichts mehr ein. Ah, hier ist wieder Cat. Ich sag immer noch Cat-Technologie, Relikt-Technologie. Das schauen wir uns aber mal später an. Wir müssen erstmal hier den Dings verfolgen. Oh, da können wir neue. Na, habe ich irgendwas wieder gehört? Oh, die Cat wieder. So, wir müssen doch eigentlich da sein, ne? Ja, sind wir. Ich würde sagen, sollen wir aussteigen? Weil ich glaube, wir müssen da bestimmt oben irgendwie rein. Ach, hier war das mit dem Meteorit, ne? Na, schauen wir mal. Und immer noch ist mein biotisches Blinzeln weg, ne? Ach, wir müssen da... Ach Gott, ja. Ich feier schon. Wir müssen wahrscheinlich von oben ran. Wir gucken uns doch mal ganz genauer an. Da. Wir müssen hier von oben irgendwie ran. So.
bevor ich mich hier wieder zu Tode klettere. Fahren wir nochmal rum. Ach, da hinten sind die Cat wieder mit ihrem Meißel ran. Uhu. Da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Cat aus. Ja, aber das interessiert uns gerade nicht. Oh, oh, oh. Der Marker. Der Scan, das Scan-Ding fängt schon an. Warte mal. War der nicht gerade. Stimmt, hier höher. Ein falsches Signal. Das können wir abhaken. Oh. Da ist aber trotzdem irgendwas zum Aufsammeln. Ich glaube, irgendwelche Erze. Lithium. Platin. Platin können wir immer gut gebrauchen, weil daraus kann man zum Beispiel den Pathfinder Brustpanzer machen. Ich glaube, da unten waren wir schon, ne? So, mal gucken, wo ist der nächste Punkt? Oh Gott, ganz hier hinten. Und da fahren wir das Herz, optional Kettschild, Bibi Geheimprojekt. Ne, Bibi haben wir nicht dabei. Die müssen wir nochmal tauschen. Dann würde ich sagen, fahren wir hier hinten rum. Und, machen den Aufklärungsposten noch direkt mit. Ich habe ja gesagt, auf Vault haben wir ein bisschen was zu tun. Einmal hier über die Prärie rasen. KIs wie Sam gibt es dort, wo sie herkommen. Nicht viele. Die meisten Leute haben Angst vor KIs. Ja. Die Entwicklung, das haben wir ja letztes Mal nochmal vor Augen geführt bekommen. Wie bitte? Hm? Die Entwicklung der KIs oder von Sam war ja sehr, sehr umstritten. Das vielleicht nicht. Aber falls eine KI doch abtrünnig wird, stellt sie eine äußerst reale Bedrohung dar. Was? Falls nicht? Cora, mit wem hast du dich unterhalten? Ah, wir müssen darüber. Schon wieder ein interessanter Ort. Ja, das werden wir alles erkunden, aber ich möchte mich jetzt nicht ablenken lassen, weil das ist wieder hier. Man kommt vom Hölskes auf Schöstus. Okay. Oh, oh, oh. Davon habe ich meinen Screenshot gesehen. Das ist noch nichts, was wir machen. Wow, ich sollte aufpassen, wo ich hinfahre. Oh. Okay, Moment, wo habe ich denn? Da hinten ist der Punkt. Was ist denn das? Cat oder? Ist das Cat-Technologie? Kann ich jetzt nicht richtig sagen. Oder Relikte? Na, der Punkt muss doch langsam erreicht sein mit dem Hilfsposten. Ah, da. Worin haben Sie Spaß? Sie haben doch meine Pflanzen gesehen. Ich fürchte, Ihr Translator hat das angaranische Wort für Spaß nicht richtig übersetzt. Toll. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Okay, sehe ich. Wir haben ja auch noch viele Kisten, die wir machen können. Interessanter Ort. Und da ist sogar noch ein Quest. Ach, das ist ein Quest. Okay, wo sind wir gerade vorbeigefahren? Das war das Cat-Herz entfernen. Aha, okay. Wenn wir erst hier rumfahren, versuchen hier dann rumzukommen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Nee. So. Haben wir meinen Marker noch daneben gesetzt. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ja, ist aber immer noch sehr, sehr kalt. Ich frage mich, wenn wir die Lebensfähigkeit auf 100% haben, müsste doch die Temperatur eigentlich auch dann sinken, ne? Also in angenehme Temperaturen für uns.
Boah, so viel Kettzeugs hier. Reliktsäulen voraus. Das könnte Ärger bedeuten. Nee, nicht Reliktsäulen. Kettsachen. Ah, wie süß. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Dino. Freunde. So ein bisschen. Guten Tag. Dürfen wir mal eben aussteigen? Ich will dich mal eben scannen, auch wenn du... Ne, Echidna. Ey, hallo? Seid ihr bescheuert? Ach du Scheiße. Ich wollte die gar nicht töten. Jetzt greifen die an. Arme Tier. Ich hätte es ja nicht machen brauchen, ne? Na gut. Haben wir das auch mal kurz gemacht? Ach, Gott. Das war ein beeindruckender Schuss, Joel. Man muss sich nur vorstellen, man würde auf das Gesicht des Archons zielen. Aha. Ganz einfach. Aha. Guter Tipp. Danke. Ah, da hinten müssen wir hin. Na, da bin ich mal gespannt, wann wir was finden. Boah, das ist die Cat-Basis. Das ist der Ursprung des Signals der Periphone. Ah. Mein Gott. Und es sind Cat vor Ort. Schalten wir sie aus. Okay, machen wir doch glatt. Wie viele sind's denn? Ich sehe noch keine. Ach, da hinten. Aha. Darauf können Sie Gift nehmen. Na, wo bist du? Was macht ihr denn da hinten? Schnell weg, schnell weg, schnell. Hallo. Brauch mal eben ein Schild und dann gehst du bitte weg. Sehr gut. Weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Der lebt da hinten immer noch. Mann. So. Okay, noch zwei. Das dürfte gehen. Ah, verfehlt. Bam! So, oh, noch jemand, noch einer. Alles klar, das war's. Schnell Sachen aufsammeln, bevor wir hier weiter machen. Okay, Sturmgewehr. Ja, Scanner mache ich gleich. Ich will erstmal ein paar Sachen zusammensammeln. Ach, Kälte, Gefahrenstufe. Oh. Ah, Kerntech. Okay, dieses Gerät ist vor allem deshalb so wertvoll. Aber okay, was machen wir denn damit? Wissen wir nicht. Okay, auffüllen. Ah, das sind hier die Periphonia-Reste. Okay. Ein paar zumindest. Na, da bin ich mal gespannt, was wir da herausfinden. Noch einmal kurz hier rumlaufen. Oh, ja, hier sind... Ich weiß, dass Lebenserhaltung uns jetzt gleich einen kleinen Strich macht. Ach, das ist der Flugschreiber, oder? Transponder der Periphona. Der Transponder ist mit ihrem Flugschreiber verbunden, der noch weitgehend unbeschädigt ist. 78%. Okay. Benutzen. Kein Zweifel. Das ist die Periphona. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Nicht viel. Definitiv Kettbeschuss. Das hier war nicht einfach nur ein Absturz. Die Kett haben das Schiff pulverisiert.
Es gibt keine Überlebenden. Das weißt du nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich... Wir sind zu spät. Nee, das glaube ich nicht. Ohne die Crew haben wir unsere beste Spur zur Arche der Asari verloren. Aber das hier ergibt keinen Sinn. Wenn sie Asari für den Aufstieg wollen, warum nehmen sie die Crew dann nicht gefangen? Wissen wir das? Wissen wir das? Es ging ihnen um das Schiff, die Cats sind Monster. Bestimmt es um die Technologie. Es wirkt fast so, als hätten sie die Perifona als Bedrohung gesehen. Dabei ist sie einem Cat-Kreuzer doch niemals gewachsen. Ryder! Cora, da ist etwas! Ein Flugschreiber! Er hat einiges abbekommen, aber vielleicht können wir ihn ja... Letzte Aufzeichnung. Wenn die Arche das hier je finden sollte... Wir haben versagt. Wir konnten sie nicht abziehen. Die Datenkopie ist verloren. Die Dezimierung ist zu gerissen. Vergeben Sie uns. Wir haben versucht. Die Dezimierung? Hä? Vielleicht sind das ja diese Elitejäger der Cat, von denen Hidaria gesprochen hat. Okay. Die Cat lieben Ausfall. Ich weiß nicht, was die lieben. Können wir diese Info oder den Flugschreiber nutzen, um die Arche zu finden? Wenn die Navigationsdaten noch intakt sind, könnten wir die Flugroute der Perifona zurückverfolgen. Ich kann Ihnen dabei behilflich sein. Ich sehe mir das an, wenn wir zurück sind. Noch ist hier einiges zu tun. Okay. Lebensfähigkeit. Wir müssen aber ganz schnell zum Nomad zurück. Nächster Schritt warten, bis Coronel das Transponder entschlüsselt hat. Aber wo? Hier? Wir müssen mal eben schnell hier rein. Okay, warten, bis Cora den entschlüsselt hat. Ich vermute mal, dass wir das an Bord machen müssen. Okay. Also, der Quest hat jetzt noch nicht wahnsinnig weitergeführt. Was haben wir hier noch? Wir haben noch wilde Kreaturen. Das machen wir später. Pibi-Projekt. Da würde ich Pibi gerne eigentlich mitnehmen. Ich denke, wir werden aber hier mal eben die vermissten Eltern machen. Mal gucken, was das... So. Eben Schnellreise. Und dann könnte ich vielleicht auch nochmal Cora gegen Pibi austauschen. Ich vermute, das wird nicht gut gehen. Das Sie und Pibi besitzen. Biotik? Ja. Wie fühlt sich das an? Tut es weh? Wenn man wirklich loslässt, ist es wie ein gewaltiges, tödliches Niesen. Ah, beeindruckend. Was ist ein Niesen? Das ist ja nett. Die beiden verstehen sich schon recht gut. Das Terminal, Ausstattung. Dann tauschen wir... Ich muss euch leider mal eben tauschen. Bioethik-Kraftverstärker. Steht da? Ich will das nochmal eben nachgucken, weil... Wir hatten eigentlich da sowas wie mit Blinzeln, ne? Ich weiß nicht, ob es die Mod war oder ich meine, das wäre das Ding gewesen. Erlaubt einen Benutzer... Steht ja auch nicht mehr. Haben sie es weggenommen? Also unerhört. Wir können natürlich den kroganischen Hammer auch nochmal nehmen. Oder Cat Kafalon. Was macht denn so Nahkampfschaden? 300. Das macht natürlich... Das ist natürlich hier BAM. Der kroganer Hammer, der ist BAM. 506 Nahkampfschaden. Na, lassen wir das erst einmal. Schauen wir mal. Ja, genau. Zweite Waffe könnte ich mitnehmen, aber dafür haben wir das Gewicht nicht. So, Cora, ich muss dich leider mal eben austauschen durch Pibi, weil wir nämlich ihre Quest auch noch mit angehen. Na, so. Machen wir nämlich jetzt erst die vermissten Eltern hier und gehen dann zu Pibis Geheimprojekt hier hinten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Nicht die erste und einzige Asari, die Sie kennen? Die nee. Erste schon, aber nicht die einzige. Ach, wer denn noch? Lexi. Oh, natürlich. Ja, Lexi und Bibi, die mögen sich nicht wirklich. Wie lange kämpft die Angara schon gegen die Cat? Für sie muss sich das doch wie eine Ewigkeit anfühlen. Ist da... Ah, hier ist eine Höhle. Okay, da müssen wir da bestimmt rein.
Da ist was. Bevor wir jetzt weitermachen, lesen wir uns nochmal ganz, ganz, ganz kurz den Quest durch. Na. Der zieht hier überall Punkte. So. Die vermissten Eltern. Weil, ich muss sagen, ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Sie haben einen Audiolog gefunden, aus dem hervorgeht, dass die Kettjagd auf eine angaranische Flüchtlingsfamilie machen. Durchsuchen sie das Gebiet nach Hinweisen auf Überlebende. Na gut, dann werden wir das mal tun. Na, oh, Entschuldigung. Einmal verdrückt. Okay. Liegt irgendwas? Benutzen. Ach, ein Datenpad wieder. Wer auch immer diese Nachricht hört, bitte finden Sie unsere Tochter Ibel. Sie war auf dem Weg nach Tichix. Die Cat machen Jagd auf uns. Sie haben unsere Söhne und Töchter entführt. Ibel ist alles, was meiner Frau und mir noch geblieben ist. Wir haben gehört, in Tichix soll es sicher sein. Aber es ist zu weit entfernt. Und hier draußen ist es zu dunkel. Wir haben Ibel ohne uns weitergeschickt, um sie zu retten. Die Cats sind uns gefolgt. Ich kann sie draußen hören. Sie werden mich und Ira finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ibel, falls du das hier jemals hörst, wir lieben dich. Vergiss das nie. Sei stark. Die Cat haben auch ihre Eltern erwischt. Oh Mann. So hatten es diese Dinger auf eine komplette Familie abgesehen. Ja, gute Frage. Ich habe nicht genug Daten, um eine solide Schlussfolgerung zu ziehen. Sam, schick die Audiologs der Familie an den Widerstand. Wir haben getan, was wir konnten. Wir haben ein Problem. Was? Oh oh. Oh, Leute. Diese scheiß Hunde, ich hasse sie. Hoff. Alle erwischt. Sehr fein. So, das Audiolog, das kann ich anscheinend zweimal benutzen, ne? Okay, das überspringen. Die Cat Hallo. Jagd auf uns. Die Cat sind so, jetzt sind wir. Okay, warum jetzt auf einmal jetzt die Hunde von den Cat kamen? Wahrscheinlich als Aufpasser zu der Stelle, ne? Ja, wir müssen jetzt weiter. So, und nu? Haben wir den Quest kaputt gespielt? Weil ich glaube, hier war nämlich irgendwo so ein Feld, ne? Mit Stalagmiten, sozusagen, mit diesen Eissäulen. Da hatten wir schon mal einen Audiolog gefunden, aber ich befürchte fast, dass wir dadurch den Quest ein bisschen kaputt gemacht haben. Ah, das wäre schade. Also die Tochter, da müssten wir mal nach Ausschau halten. Sie wollte nach Tehix. Und ich meine, das war nämlich hier hinten irgendwo. Wo wir es gefunden haben. Und der Tehix liegt hier hinten. Haben wir einen Quest kaputt gemacht. Wir schauen mal. Wir machen jetzt aber erstmal PB weiter. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz stringent ist. Lexi hat mir was zum Lesen über die Kultur der Asari gegeben. Und? Was? Nichts. Sie sind ein interessantes Volk. Wobei es schon merkwürdig ist, dass sie das genetische Material anderer Spezies nehmen, um ihr eigenes zu verbessern. So wie die Cat. Was für ein Vergleich. Was ist denn das? Was ist das hier? Okay. Das erinnert so ein bisschen an... Oh. Es sieht aus wie ein Unterschlupf. Oh. Frachtcontainer. Komm, hopp. Warte mal. Der Inhalt des Containers wird für die Reparatur und Wartung von Maschinen verwendet. Okay. Inhalt, elektrische Komponenten, Reparaturzirkel. Haben wir hier noch was?
Sieht für mich fast danach aus, als wenn es von den Exilanten sein könnte. Aber mehr auch nicht, ne? Aber wir müssen schnell wieder rein. Puh. Moment, so. Schauen wir uns doch mal Gelände an, wo wir hin müssen. Doch. Wir müssen sogar hier hoch. Das geht wahrscheinlich hier dann wieder runter und dann da. Das ist alles gut. Da. Das ist der Weg, oder? Ja, genau. Das sieht aus wie ein bisschen Smoker. Also es gibt... Aber da kommt nichts raus, ne? Jarl, Sie sollen wissen, dass die Asari sich nicht sofort pflanzen wie die Cat. Was ist das? Die Person, mit der wir uns haben, bleibt unverändert und es entsteht dabei ein völlig neues Wesen. Aber dieses Wesen ist immer eine Asari. Ich wollte nicht andeuten, dass sie etwas Schlimmes tun. Die Asari haben mehr mit den Angara gemein als mit den Cat. Natürlich. Ich habe ihre Gefühle verletzt. Verzeihen Sie. Interessante Gespräche immer im Moment. Das finde ich so klasse. So, Moment, genau. Wir müssen hier wieder runter. Und dann ein Stück weit wieder hoch, da hinten hin, ne? Nach links. Ah, wir kommen der Cat-Basis jetzt. Man sollte immer aufpassen. Nicht zu viel reden beim Fahren. Wir kommen der Cat-Basis ziemlich nah mittlerweile. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, wenn wir hier auf Vault echt durch... Was heißt durch sind? Aber wenn wir hier ein bisschen weiter sind... Ich glaube, da sehen wir uns... Oder sehe ich mich danach wieder... auf irgendeinem anderen Planeten, der wärmer ist. Zu fahren. Ah, da hinten. So, Baby. Gleich ist es your turn. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich würde den Quest gerne aktivieren. Ja, sehr gut. Aktiviert. Das sind die Ruinen, die wir suchen. Zeit, ein bisschen Tech mitzunehmen. Mhm, Zeit, erstmal ein paar Tech zu... Oh, die Lebenserhaltung. Ey, das ist ja... Ich glaube eher, dass uns gleich die Lebenserhaltung Strich durch die Rechnung macht. Keine Schilde mehr. Ah, shit! Das war ja jetzt grandios. Das war ja jetzt gerade sehr grandios. Ich bin da echt... Eieieiei, wie kann ich auch so rumlaufen? Aber der Speicherpunkt, der ist gut. Muss viel mehr in Deckung gehen. Nee. Bam! Combo! Ach, das war's schon? Oh. Okay. Ganz schnell machen, uns wird kalt. Oh, haha, Sutoku. Okay. Oh, okay, scheiße, eine Glyphe fehlt uns noch. Anscheinend. Tatsache. Glyphen ansehen. Wir haben nur zwei Glyphen hier, ne? Und das müssten vier sein.
Zwei verschiedene. Aufgrund fehlender Glyphen nicht möglich. Scannen Sie die Umgebung nach Glyphen. Okay. Die Glyphen sind noch nicht komplett. Wir sollten vielleicht nach weiteren suchen. Ja, Pibi, das machen wir, aber uns wird halt kalt, ne? Das ist echt ein Problem. Oh, 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 da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen, da habe ich was gesehen. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Okay, hoffentlich. Ich gucke nochmal, ob wir hier auch eine haben. Oh, hier ist ein Behälter, bevor wir den vergessen gleich. Das hat immer gutes Zeugs drin. Na, das ging jetzt. So. Genau, die Glyphe hat gefehlt, aber meines Erachtens fehlt noch eine Glyphe. Wie soll ich das denn jetzt hier machen? Warte mal, das und das. Genau, das müsst ihr jetzt aber hier reinpacken, weil der Platz geht ja nicht mehr. Ah, die Glyphe fehlt noch, okay. Gut, dann geht das. Dann, ja, okay, das müsste eigentlich gar jetzt gehen, ne? Das müsste jetzt gehen. So, und dann haben wir hier, das muss also hier unten hin. Ja, genau. Das mit den drei Fähnchen müsste dann wahrscheinlich dahin. Ja, ist blöd, man kann die gar nicht, ich kann jetzt euch hier nicht sagen, jetzt also das muss dahin, so. Okay, Lösung also. Yay! Haben es doch gut gemacht. Können Sie das für Ihr Projekt gebrauchen, Pibi? Sieht so aus. Und das war's jetzt? Coole Rel-Tech. Rel-Tech? Ja, eine Abkürzung, die ich mir ausgedacht habe. Rel steht für Relikte. Und... Ich verstehe. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Vielen Dank. Besuchen Sie mich mal auf dem Schiff. Ich gebe Ihnen dann einen aktuellen Statusbericht über das Projekt. Ach, da hätte mir die Glyphe auffallen können, ne? Hier. Ja, okay. Ich scanne zu wenig. Ich gucke jetzt... Oh, wir müssen in den Nomad. Uns ist Ja, Lebenserhaltung niedrig. Ich würde doch nur gucken, ob hier irgendwelche Behälter noch sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal kurz auf die Nomad, uns aufwärmen. Dann kann ich da nämlich ein bisschen an meiner Ausrüstung rumpopeln. Und wir können dann nochmal mit Pibi darüber sprechen, was wir jetzt hier gefunden haben. Wenn ich schon für sie hier... Wer weiß, wohin fahren muss. Oh. Das heißt, warte... Tempest, Exfiltration im Gange. So. Ach, dass wir jedes Mal ablegen müssen. Ich will doch eigentlich nur auf mein Raumschiff. Das kann ruhig auf Fort stehen bleiben. Okay. Ja, dann haben wir zwei kleine Sachen gemacht. Aber vielleicht reden wir vorher nochmal mit Pibi. Pibi hat nach Ihnen gesucht. Ja, ich weiß. I know. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Was? Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt... Ich versuche es. Oh, was hat sie Verschiedene vor? Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Oh, also danke, ist sie dass sie ein bedeutendes Stück Rel-Tech geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Wieso rumschnüffeln? Hallo, wer bin ich denn hier? Ich habe dich hier aufgenommen. Ich bin von Natur aus neugierig und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut. Sie steigert die Vorfreude. Und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen. Das ist nichts für mich. Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie absolut einzigartig sind. Nähert sie sich jetzt gerade an, oder ist das... Hahaha, wie kein Flappel. Nee. Es ist nicht so. Also. Ich glaube, nee. Es ist auch nichts für Damien. Ist das alles, was sie interessiert? Mhm.
genau wie sie. Wir machen jetzt ich ein bisschen mal Freundschaft. Ich muss Ihnen doch nicht erklären, was Genetik ist, oder? Jeder ist einzigartig. Ja, natürlich. Vorausgesetzt, man ist kein Klon. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Was? Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Das war's schon. Ibi, ich bin enttäuscht. In Ihrem Apartment auf den Nexus treffen? Apartment? Okay. Nee, das jetzt noch nicht. Wir waren gerade auf den Nexus. Das muss halt warten. Guten Tag. Petra, bist du alleine hier? Eieieiei. Okay. Petra ist still, Petra konzentriert sich. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende einer Folge angelangt und machen beim nächsten Mal auf Vault weiter. Ihr habt den Pycheck gehört. Wo ist denn der? Ich hab ihn gehört, aber hier ist er nicht. Okay, hier ist auch keine Cora. Wo ist denn der Pycheck? Wo ist der Pycheck? Put. Okay, irgendwo ist er. Ich habe ihn gehört. Vielleicht sieht ihr ihn auch und ich sehe ihn aber nicht. Hab ihn übersehen. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin eine gute Zeit, wie gesagt, und tschüss.